Denn das, worauf sie besonders stolz ist, ist, aus jedem Tag das Beste zu machen. Und dieser Tag ist wahrlich ein guter Tag. All das ist der Grund, warum Irene Maurer unsere Unternehmerin des Jahres 2016 ist. Ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch. Ja, erstens einmal möchte ich allen Teilnehmerinnen an diesem Wettbewerb herzlich gratulieren, weil es waren wirklich 10 exquisite Frauen, die ihre Frau stehlen. Ich bin einfach überzeugt, dass das eine der besten Veranstaltungen ist, die wir hier in Kärnten haben. Es mit so viel Herz gemacht wird und man sieht eigentlich, was wir alles zusammenbringen. Ja. Es war wie jedes Jahr für uns vorher extrem nervenaufreibend, aber ein unglaublich schöner Abend mit, glaube ich, ganz, ganz großen Emotionen, der einmal mehr klar gemacht hat, wo tatsächlich was passiert, nämlich bei den Unternehmerinnen im Land. Das sind die, die nicht nur wirtschaftlich was vorwärts bringen, sondern die ja ganz, ganz viel Herz einbringen und die dafür sorgen, dass sich Kärnten weiterentwickelt. Ich bin total berührt, ich bin überwältigt von den wunderbaren Frauen, die ich heuer wieder habe kennenlernen dürfen, von diesen unglaublichen, unterschiedlichen Lebensgeschichten, kann immer selber auch so viel mitnehmen und ich bin sehr dankbar, dass ich da immer mit dabei sein darf. Ja, es hat mich sehr heute wieder emotional berührt und habe gedacht, wie das voriges Jahr schön war. Also das vorige Jahr war Wahnsinn für uns auch, wie wir dann heimgekommen sind und diese Emotionen in der Firma war ganz toll, ja. Wir haben so tolle Unternehmerinnen in Kärnten und es ist ganz wichtig, dass man sie vor den Vorhang holt, damit die Menschen das auch wissen und damit andere Frauen auch Mut bekommen, sich als Unternehmerin zu engagieren. Es ist ein wunderschöner Abend und es freut mich, dass so viele Frauen, Unternehmer im Mittelpunkt stehen. Es ist ein unglaublicher Abend wieder und es zeigt einfach die Vielfalt. Es zeigt einfach den Drive, den Kärnten hat, an Unternehmerinnen, an unglaublicher Kreativität, Tatendrang und Willensstärke. Ich versuche wirklich nach bestem Wissen und Gewissen die Punkte zu verteilen. Und ich muss ehrlich sagen, heuer war das so schwer. Für mich waren alle 10 Unternehmerinnen, jede hätte es verdient. Es ist für mich wirklich wie eine Wiedergeburt, diese Auszeichnung. Auf die nächsten 22 Jahre. Ich habe das so gern gemacht für mein Kind. Und ich werde nach wie vor weiter tun, weil sie hat gesagt, Mutti, wenn du kündigst, dann haben wir so ein schlechtes Betriebsklima und außerdem hast du 20 Jahre Kündigungsfrist. Und sie hat mit nichts angefangen und hat sowas gebraucht, das ist großartig. Ich bin natürlich sehr stolz und am meisten stolz bin ich natürlich, dass wir so tolle Unternehmerinnen in Kärnten haben, wie wir heute an diesen 10 Geschichten gesehen haben.